gleich durch. Aber ich will auch nicht so weit von weg gehen. Und jetzt nehme ich meine Spatel und drehe ihn trotzdem nochmal um. Steht da zwar nicht. Aber letztes Mal haben sie mich ja verarscht, ne? So nicht. Achso. Geht nicht. Kann man nur auf einer Seite anbraten. Ja, dann hier mal schwuppdiwupp auf den Teller, bitte. Der Rosenkohl ist angebrannt. Wie geht das denn? Der war doch gar nicht lang genug im Ofen. Der war doch voll kurz im Ofen. Egal. So. Auch hier gibt es wieder Beschwerden. Über Beschwerden. Rosmarin nicht genug. Hä? Ich verstehe. Also, entweder beschweren die sich hier gerade auf hohem Niveau. Oder ich verstehe es wirklich nicht. Also. Das ist ja. Weiß ich nicht. Egal, ist ja nicht so, dass wir hier wenig Sterne haben. Aber irgendwann wird uns das zum Verhängnis, würde ich mal sagen. So. Das muss auch raus und dann kommt unsere Kürbissuppe. Wow. Okay. Habe ich gerade nichts gesagt. Ne? Ja, das habe ich gut gemacht, Freundchen. Und warum die immer weiter anbraten, weiß ich auch nicht. Achso, Suppe. Entschuldigung. Inkompetenz, du bist inkompetent, ganz ehrlich. Schmerlapp bist du. Wenn man sowas überhaupt arbeiten muss, ist eine Schande. So. Das ist die Kürbissuppe, da kommt glaube ich auch nichts mehr dazu. Werden wir sehen, ob da was geht. Schön, dass es mal wieder perfekt wurde. Das freut umso mehr. Noch ein Teller. Was war jetzt eigentlich mit Suppenteller? Basic. Und dann hier Borscht. Gut, ja, ich bin der Borscht. Hab ich da letztes Mal einfach nur zu viel reingemacht, oder? Ja, ist genau derselbe Suppenteller. Ich bin auch ein Hannes, wa? Ich bin auch ein Otto. Nee, so. Boah, weg damit. Ja, das reicht. Das reicht. Hier, er hat wieder Probleme, der Idiot. Schwachsinn wieder. Aber egal. So. Was war das andere? Gazpacho, hab ich gar nicht mehr. Hab ich nicht mehr. Scheiße. Gurke. Zwei. Tomate. Eins, zwei, drei. Und Knoblauch. Zwei. Oh, und alles. Hier drüber gießen. Nee, rote Paprika. Zwei. Lecker. So. Brot. Habe ich noch ein Stück Brot? Nein. Habe ich nicht. Habe ich schon genommen, wa? Oh nein. Das gute Brot. Hälfte. Hälfte. Brot. Brot macht mich nicht tot. Du, du, du. Jawohl. So, was war da noch? Oh ja, Olivenöl 30, Weinessig 30. Mach mal Olivenöl 30. Olivenöl. Du
Scheiße, was ist da passiert? 30. Und Weinessig war das? Weinessig. Wer macht denn das wieder sauber? Nee. Oh, wie viel? 30. So eine Sauerei. Ist ja nicht. Und dann? Salz 10, schwarzer Pfeffer 10. Schwarzer Pfeffer 10. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber Beeilung, ich muss da noch ein Stück Fleisch anbraten. So, wie waren das auch 300? Joa, sagen wir mal 400. Ist schon. So nicht. Stell's doch vernünftig dahin, du. Hotzlevel. Halt, Schnitt. Schnitt, Schnitt. 1, 2, 3, 4. Und Teller kaputt hauen. Aha, von wegen. So, das wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Doch, okay. Hier sind nur zwei. Ja. Ja, Schnauze. Hier das wichtige Rinderfilet nochmal schneiden. Brot, Rinderfilet. Schlichte Schneidetechnik, da bin ich mir wohl verarscht. Wie soll ich denn? Besser als 209? Das war ja wohl richtig gut, Freundchen. Hässiges Stück Scheiße. Hier 207, ist noch besser. Weißt du was? Lass das so stehen. Ich kann da jetzt mal hier. Alles zwei. Zwei, okay, gut. Hier wird es von oben. 1, 2. Hier. 2. Koriander. 1. Und 2. Rosmarin. Nur ein. 2 habe ich gesagt. So. Dann Paprikapulver. Keine Ahnung, aber ist bestimmt dabei. Pfeffer, nicht Salz, hier, Pfeffer, ist auch dabei. Junge, mach doch zwei. Was soll denn das immer? Und hör auf mit so einem Müll. So, Majoran war auch noch dabei. Das dürfen wir nicht vergessen. So, den guten Majoran und sonst... Chili-Flocken habe ich, Rosmarin, so. Ab auf den Ofen. Oh, der riecht gut. So, wie war es nochmal? Kartoffel, ne? Kartoffel? Kartoffel? Ja. Die vom Bogen, die sind die besten. Können wir durch den Ofen gucken, ich mache hier gar nichts mehr mit Timer, scheißegal. So, Kürbissuppe. So. 100. 250. Und 321. Passt. Jawohl. Oh, jetzt kriegen wir da schon Lob hier. Geil, 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 sag ich nur. Teller kann man hier hinstellen, ne? So, der kann noch. Sag ich Kartoffel, die kann noch ein ganz bisschen. Neues Gericht ist Kartoffeln. Das muss weg.
Das mögen die ja nicht, wenn man das gleiche Wasser nimmt. Ein bisschen Energie spart, das interessiert die nicht. So, 1 Liter und jetzt gucke ich mal nach der Kartoffel. Der Obstkartoffel. Weil die schafft das nicht mehr, wenn ich da hier hinten jetzt hingehe. Genau. Pass damit schon mal auf. Aber jetzt kann ich eben würzen. Ein bisschen Salz. Dann holen wir uns die Kartoffeln und dann ist das Gericht auch schon wie gelaufen. Das sind ja noch die leichten Gerichte. Ich finde das dumm, dass man immer ein Gericht noch dazu nehmen muss. Anstatt erstmal nur zu verbessern. Ich jetzt besser finden, wenn ich ganz ehrlich bin, aber wer bin ich schon? Das in Frage zu stellen. So, ach, das reicht. Der Gast ist fett. Der muss nicht so noch mehr Fett an sich haben. Jetzt gucke ich mal nach dem Fleisch. Geht noch. Das kann man noch machen. Dann salzen wir hier so lang. Und pfeffern auch noch so lang. Ja, dann kann das auch schon an. Kartoffeln sind noch gut. Fleisch ist gleich fertig. Teller habe ich schon. Ich weiß auch, warum man das immer so macht, weil das Ding immer so steht und ihr den wahrscheinlich von dem hat. Ja, ganz ruhig, hallo. Habe ich ja nur wirklich nicht lange gebraucht. Komischer Gast. Wir wissen die überhaupt genau, wie lange die da sitzen. Cookie. Ich liebe hier gerade auf, da kannst du dir dich dazwischen rufen. Freundchen, achso, ich hab ja noch was im Ofen. Ja, das aber gleich durch. Dann nehmen wir uns einen Teller und dann verprügel ich eben mein Kater hier. Was mache ich denn? Hör mal auf hier. Muss doch noch auf der anderen Seite gebraten werden. Ist ja mal nicht nervös. Jetzt natürlich falsch rum. Das ist auch geil. Aber. Dann nehme ich das halt. So, jetzt gerade nehme ich das halt nochmal hoch. So. Hab ich ausgemacht? Ja. Hallo. So, die Kartoffeln sind auch fertig. Und dann gucken wir uns schon mal das gegrillte irgendwas an. Das habe ich schon vergessen, wie das ging. Fisch, da muss man grillen, das weiß ich noch. Aber was kommt da drauf, ist die Frage. Salz und Pfeffer nur. Das muss ich mir auch mal endlich merken. Das ist, wenn man zu viele Gerichte hat, dann merkt man sich gar nichts mehr. Da ist alles durcheinander. So, was sagt der? Der kann noch. Der wird jetzt gegrillt. Die ist jetzt gegrillt, mein Freund. So. Und dann brauchen wir noch Zitronen, Oregano und hier brauchen wir Petersilie. Die zwei Kartoffeln. Und das gute Lachsfilet ist auch schon weg. So, dann reicht. Weg damit. Fast volle Punktzahl. Das reicht mir. Halt, ich reicht mir alles über 3 Sterne so langsam, weil so langsam ist es auch richtig schwer, die Leute zufriedenzustellen. So, also wo waren wir? Zitrone brauchen wir jetzt noch. Eine Zitrone. Und dann müssen wir eben hier den Schinken hier wegmachen, der kein Schinken ist. Habe ich verkackt. Das ist egal. Schneiden ist nicht so wichtig.
Wichtiger ist der Geschmack. Oregano-Zweig, 8 Gramm. Wo war das nochmal? Zwei davon. So. Der ist durch. Muss ich den noch irgendwie auf jeder Seite? Okay. Dann drehe ich den nur noch um. Stimmt eigentlich mit denen nicht. Ist mir jetzt auch egal. Komm, alle in den Müll. So. Du hast da auch nichts drin zu suchen. So, wie lange dauert das hier noch? Lang genug, damit ich hier mal ein paar Scherben beseitigen kann. Man sollte ja vorher immer schon aufräumen. Außer das Fleisch brennt jetzt an. Dann sollte man das nicht tun. Nein, das brennt auch nicht an. Ich gar nicht zurückgehen brauchen. So, das kann ja mal passieren, dass hier mal eine Flasche. Also, da muss man ja auch nicht so. Also. Das wisst ihr ja selber. So, der ist gleich durch. Dann ist der Tag auch schon, glaube ich, wieder gelaufen. So, der ist durch. Der letzte Gast, denke ich mal, gibt ein leckeres, gut zubereitetes Essen. Und er weiß es zu schätzen. So. Mach fertig und beginne damit, die Küche zu putzen. Oh, der hätte sich schon wieder aus, als hätte ich. Das ist ich was mit dem getrieben. Gut. Ja, einfach mal alles anlassen, ist auch geil. Den hauen wir da hin. Kann man eben alles hier hinlegen. Und das kann man eben sauber machen. Und was ist das? Das Ding legen wir auch eben hin. Ach, der Herd. Der Herd. So geht's ja nicht, Freunde. Das muss wieder repariert. Kann ja nicht sein, dass das Ding immer so behindert aussieht. So. So, das ist doch eine ganz andere Geschichte. Und jetzt will ich hier mal wieder aufräumen. Das sieht ja aus mit den Gewürzen. So, jetzt kommt Salz. Pfeffer, dann kommt nicht Major, das kommt nämlich das mal hier hin. Dann kommt nämlich Dill will nicht, weil Dill ein Dulli ist. So. Dann kommt Thymian, so soll ich zu eng stellen. Cayenne, na komm, ein bisschen so. Dann kommt Zucker, Paprika. Komm, das schmeiße ich mal weg. Das schmeiße ich auch mal weg. Ja, ich weiß, Verschwendung. Mir doch egal. So, wir haben's. Wir müssen hier nicht mehr so tun, als wären wir einen so ein Lama-Koch, der kein Geld hat, der keine Kohle hat. Wir sind hier Sterne-Koch, meine Freunde. Stern. Ist nicht so. Mal eben so, das ist Sterne. So. So, das ist die Schüssel für den scheiß Rosenkohl. Die darf hier stehen. Das kann man so lassen da. Und ich mache jetzt mal hier sauber. Das sieht ja aus so. Als ob man hier, was sind das? Olivenöl oder so. Zumindest irgendein Öl, das kann man ja nicht so wegmachen. Schön wär's. Nur mit so einem Schwamm, weißt du?
nicht hin. Oh, der Rest macht der Wischer. Und dann wird hier noch sauber gemacht. Dann gucke ich gleich mal in die Suppen rein, wie viel das ist. Der Gazpacho kann auch nicht mehr. Das nicht mehr. Guck hier, Kürbis können wir nächstes Mal auch neu machen. Das sowieso. Gut, das kann ich also lassen. Den Schwamm hebe ich gleich wieder auf. Und das Schneidebrett. Oder eher gesagt, unser Würzbrett. Was ich ja zum Würzen benutze. Dann unseren Topf. Halt, jetzt weiß ich auch, wofür ich den Schwamm noch haben wollte. Hier ist mal wieder alles voller Öl. So, das reicht aber auch mit Saubermachen. Jetzt stellen wir erstmal alles schön wieder hin. Unsere Töpfchen, guck mal, den kann man da auch hinten hinstellen, dann sieht auch besser aus. Das Messer. Wieder rein. Das Schneidebrett. Kommt ein bisschen weiter hier hin. Oder ein bisschen weiter hier. Kommt so. Ja, das lassen wir alles so. Und dann nehme ich noch den Wischmopp. Habe ich noch so viel Zeit? Ja. So, dann ist der nächste erfolgreiche Tag, an dem wir hier uns erfolgreich geschlagen haben. Vorbei. Schön gekocht alles. Lecker, lecker. Lecker, lecker. So. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, da hinten ist auch noch so ein Ekelfleck. Ich weiß gar nicht, wovon der ist. Ist mir schon entfallen. Dann ist ja auch wieder alles picobello.